I'm everything you touch and you got me like whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Vlog zum letzten Gamescom-Tag und heute bin ich leider nicht so lange da und ich denke mal, dass heute nicht so viel Besonderes passieren wird, aber ich werde trotzdem mal vloggen, vielleicht passiert ja doch noch irgendwas Cooles. Und ja, heute kommen ja noch ein paar andere Leute als die letzten beiden Tage, was eigentlich ziemlich nice ist, Frettchen zum Beispiel. Und ja, ich bin leider heute nicht so lange da, weil wir heute Abend ja auch noch weg müssen bei mir zu Hause. Und ja, ich gehe jetzt erstmal los zur Haltestelle. Ich bin jetzt gerade aus dem Bus ausgestiegen. Jetzt laufe ich gerade zum Bahnhof und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega, die ganzen anderen Leute zu sehen. Ich finde es bloß schade, dass ich heute nicht so lange bleiben kann, aber ja, ist irgendwie jedes Jahr bei mir so und vielleicht kann ich nächstes Jahr gar nicht hingehen wegen Ausbildung und ja, deswegen muss ich den letzten Tag jetzt hier genießen. Wäre auf jeden Fall traurig, dass das so, irgendwie ist man ein bisschen froh, weil es doch ein bisschen anstrengend ist, aber wegen den ganzen Leuten ist man dann doch traurig, dass man halt schon gehen muss. Und ja, keine Ahnung, vielleicht trifft man ja noch einige Leute dieses Jahr wieder, aber es war auf jeden Fall wieder eine coole Zeit. Ich war ja erst so gar nicht im Hype, weil das heißt, ich habe es irgendwie nicht mehr so gefühlt, dieses Gamescom-Feeling. Wahrscheinlich, weil ich schon so oft da war. Aber ja, vielleicht wird es heute ja nochmal cool. Ich bin jetzt am Brandhof angekommen, laufe jetzt zum Noteingang. Wenn mir gestern aufgefallen ist, dass es echt tausendmal besser ist als beim Südeingang, weil man da nicht diese hässlichen Schlangenlinien laufen muss. Und ja, ich werde schon die ganze Zeit angeschrieben, muss ich jetzt mal beeilen. Und gleich schön vollgeschwitzt da angesprintet kommen. Ja moin. Ich faul noch reinzugehen, weil mir noch so absolut warm ist und mich hier erstmal abkühlen möchte. Weil glücklicherweise ist das hier ziemlich kühl. Mein Auge ist auch gar nicht mehr so rot. Heißt, ich sehe auf den Bildern mal nicht bekifft aus. Und nur ein bisschen. Und ja, ich habe ja gerade gehört, Prime ist auch schon da, dann sehe ich ihn auch mal. Ich freue mich da auch schon mega drauf. Ich sehe heute wieder so viele neue Leute. Auf Stitches freue ich mich auch wieder richtig. Und ja, und Leute, das fuckt mich so ab, ne? Also Julius und ich, das ist so die dritte Gamescom, wo wir versuchen uns zu treffen. Aber von FIFA Girls United, der Julius. Und wahrscheinlich schaffen wir es heute wieder nicht. Und ich bin ja heute nicht lange da. Und nee, ich glaube, wir werden es einfach nie gebacken bekommen. So Leute, also ich habe gerade so Kärtchen bekommen für Musikboards. Und, oh, ich sollte vielleicht meine Hand da nicht vorhalten. So, also falls ihr ein Musikboard haben wollt für Discord oder Teamspeak, könnt ihr den Code einlösen. Und wenn ihr Glück habt, ist da 3 Euro. Kriegst du 3 Euro in Gutschein? Genau. Also wenn ihr Glück habt, haben wir noch 3 Euro plus. Also gönnt euch und seid schnell. Junge, nimmt das schon auf. Nimmt das auf. Hallo, Sarah, nimmt das auf. Sarah, nimmt das schon auf? Sarah. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ja, das nimmt auf. Ja, das steht auf Rack. Ich weiß doch nicht. Sicher? Ja, oder drück nochmal. Ich hab Angst. Ich bin jetzt mittlerweile auf der Gamescom angekommen. Das ist Lukas. Das ist Prime. Nein, das darf man nicht wissen. Doch, hab ich noch? Stopp. Ja, ist immer. Okay, Prime League, oh mein Gott. So Leute, Frettchen ist jetzt auch da. Die meisten kennen die wahrscheinlich auch. Habe ich mich auch schon mega drauf gefreut. Und er wollte eine Cappy aufsetzen. Ich habe extra geschrieben, er soll es nicht machen. Jetzt. Klar. Er hat auch meine Worte gehört. Sagt, Cappy ist scheiße. Ganz geile Idee, oh. Aber... Kost hat meine Pizza geklaut. Eigentlich wollte ich die noch essen. Hi. Hi. Ich habe Nele getroffen, mit Fan. Ey, Mensch. Ja. Oh mein Gott, ein Essener Nickel. Was isst du da? Croissant? Ja. Ich hab Schoko-Croissant bestellt. Ich hab Leute bekommen. Ich hab eine Melody getroffen. Ist ein Double. Ja, hab schon Foto gemacht, sorry. Okay, wer ist jetzt der echte Melody? Leute. Scheiße. Oh mein Gott! Benny! Statement zu dem Zuro-Tod. Random oder Stunner? Wo du mich gekillt hast. War gut, ja? War schon easy, ne? Aua! So Leute, neuer Sitzplatz. Wie
geht's dir? Eier zerrissen. Okay, muss jetzt nach Hause gehen. Jetzt schön 10 Kilometer laufen zum Südausgang. Macht Bock. Und die sind so nett und bringen mich hin. Ausgang. Hoffentlich bekomme ich noch meinen Zug. Wie knapp. Ja, das wäre echt voll knapp. Wir müssen gleich echt beeilen. Ja, auf jeden Fall. Chaos und Gamescom. Ich finde irgendwie, die letzten beiden Tage waren 1000-mal geiler als heute. Aber, ja, keine Ahnung, heute waren ein paar mehr Leute da als die anderen Tage. Aber trotzdem, so von den Ereignissen waren die anderen beiden Tage geiler. Das stimmt. Joa, jetzt schnell zum Bahnhof sprinten. Ich bin jetzt wieder in Leverkusen angekommen. Jetzt gehe ich mit meinen Eltern essen. Und dann geht es leider schon wieder auf dem Weg nach Hause. Und ja, danke übrigens an Marc und den allen, an die alle, dass sie mit mir gelaufen sind. Ich sehe wie Sonnenbrand oder liegt das in der Kamera? Die Nase ist ein bisschen rot. Ja, ne? Allergie gegen Schminke. So, wir haben jetzt gegessen. Das Essen war ganz lecker. Papa tanzt vor der Kamera. Oder hinter der Kamera, ehrlich gesagt. Dolly. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Und ja, ich glaube, ich werde nochmal irgendwie generell ein Video zu Gamescom hochladen und dann noch viele Bilder einblenden und so weiter. Und ja. Ja, auf jeden Fall, Leute, war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn heute jetzt nicht allzu viel passiert ist, aber egal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die an. Und ich glaube, ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!